Ja, guten Morgen zusammen und willkommen auf dem nächsten Video von Borderland Trails. Ich befinde mich aktuell unweit von der Baraque Fretur. Unterhalb von mir ist die Ortschaft Renier und hier dazwischen gibt es so einen kleinen Wanderparkplatz. Und von hier aus hat man Zugriff auf das Naturschutzgebiet Plateau des Tailles, wie ihr gerade sehen konnt. Hier gibt es eine kleine Rundwanderung von, ich glaube, knapp 6 Kilometer ist hier. Die geht einmal durch das Naturschutzgebiet, führt auf eine Aussichtsplattform hier. Und die gehe ich teilweise oder nur zur Hälfte und danach hänge ich ein paar Kilometer mit dran. Und ja, werde im Großen und Ganzen eine Runde um die Ortschaft Bihä machen. Ja, wie ihr sehen könnt, scheint zwar die Sonne, aber es ist ehrlich gesagt noch knackekalt. Es ist auch recht windig hier oben, weil wir auch hier auf einer der höchsten Punkte der Region sind. Hier gehe ich aktuell durch das Bihä, Fen van Jede Bihä. Ist so 700 Hektar und ist so eine Art Mini-Variante vom Hohen Fen, wenn man das so sehen will. Ja, ich bin erst wenige Meter gelaufen und ehrlich gesagt kann ich jetzt schon kotzen, weil hier alles voll mit Müll liegt. Also Papiertaschentücher, leere Dosen, Champagnerflaschen, Sektflaschen, Maske nicht zu vergessen. Ja, das ist einfach nur zum Kotzen. Ein bisschen vom
halbwegs gefrorenem Boden. In ein paar Stunden ist das hier wahrscheinlich schon wieder eine Schlammschlacht, wenn im Laufe des Tages dann immer mehr Leute hinkommen und das Ganze hier auftaut. Hier ist das Örtchen Petit Thai. Ja, ist noch ein paar Häuser groß. Ein größerer Bauernhof oder zwei. Und der Rest sind eigentlich fast nur noch so kleine Ferienhäuschen, die zu vermieten sind. Das ist absolut typisch für die Region hier.
habe gerade eine kleine Planänderung beschlossen, und zwar habe ich gerade festgestellt, dass ich hier schon mal mit dem Mountainbike durchgefahren bin, und ursprünglich wollte ich jetzt da hinten schon rechts in den Wald hier wieder abbiegen und somit nicht durch Ortschaften zu kommen, und da fiel mir aber ein, dass in der kleinen Ortschaft sich eine kleine Gedenkstätte befindet zum Zweiten Weltkrieg, und deswegen gehe ich jetzt doch noch bis dahin und zeige euch somit noch diese schöne kleine Gedenkstätte, wenn sie denn noch da ist. So viel zum Thema. Mal gucken, ob das noch da ist. Da ist sogar mehr draus geworden. Mittlerweile steht hier ein komplettes Museum. Ja, wie gesagt, es stand jetzt 11. Januar 1945, wurde Bihar von der deutschen Besatzung befreit. Und durch die Osbars-Division Thunderbolt. Und ja, sowas gibt es hier immer wieder an der Ecke. Im letzten Video erwähnte ich ja schon diese abgebrochenen Spitzen. Kann man hier auch noch jede Menge sehen. Im Winter bei viel Schnee hätte ich aufpassen. Nicht, dass einem so ein Stöckchen hier auf den Schädel donnert. Dann wäre nämlich ausgewandert. Thank you.
Ja, ich folge gerade auf jeden Fall keinem beschilderten Wanderweg. Dennoch gibt es hier zahlreiche Spuren anderer Leute, Radfahrer bzw. Mountainbiker. Wenn ihr euch fragt, wie ich sowas hier finde, ja, irgendwie durch Zufall manchmal. In dem Fall habe ich das hier als Highlight bei Komoot gesehen und so eine schöne kleine Bachquerung. War jetzt nichts mega spektakuläres, aber auch ist auf jeden Fall interessanter als immer nur schnurgeraden Forstwegen nachzurennen. So, es geht wieder aus dem Wald hinaus und jetzt sehen wir einen Kahlschlapfen eben. Da oben habe ich eben ein kleines Päuschen gemacht, den Ausblick genossen. Ja, und dann halt diese so eine Schleife gedreht über diese kleine coole Bachpassage. Und jetzt komme ich hier unten normalerweise auf den GAP 571, den ich jetzt die nächsten bestimmt 4-5 Kilometern folgen werde. Ich bin jetzt 2,5 Stunden unterwegs und ich denke, in einer guten Stunde sollte ich dann im nächsten Naturschutzgebiet sein, wo ich dann meine, wenn ich eine schöne Stelle gefunden habe, eine schöne Bank oder so, wo ich dann Mittagspause mache. Thank you.
hat man nochmal einen schönen Blick zurück auf die Ortschaft Bier, wo das Weltkriegsdenkmal und aber auch das Museum war. Jetzt habe ich im Prinzip meine Runde um Bier fertig. Bieg jetzt rechts ab. Bla bla bla. Sehen konntet, verlasse ich mal kurz den BR-Weg. Ist aber auch nur ein kleiner Umweg. Ich hätte jetzt hier rechts runter gemusst, wo das Auto gerade hinter mir gefahren ist. Die Wochen, dann hätte ich über einen asphaltierten Weg gehen müssen. Keine Lust drauf, habe gesehen, dass so knapp 100, 200 Meter weiter ein schöner kleiner Forstpfad hier runter geht. Sogar als Highlight bei Komoot markiert, also sollte ich da problemlos runterkommen und erspare mir die verkehrsreiche Straße. Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt Stuss erzähle, ich bin mir aber eigentlich relativ sicher, dass dem so ist, dass hier hinter mir ist so eine coole. Dann hat man jetzt schon mehrere gesehen. Erstmal hier auf diesem kleinen Rücken, auf dem ich gerade gehe, die ganze Zeit schon links, rechts in den Wäldern. Ja, ich bin mir eigentlich zu 90% sicher, dass das alte Bombentrichter sind, weil halt diese Anhöhe und ja, da hinten hat man es auch stellenweise gesehen, da ist Bihe. Das ist auch so eine Anhöhe, von wo aus man einen super Überblick hatte. Und da waren Militärs stationiert im Zweiten Weltkrieg. Und wenn diese dann entdeckt wurden, wurden die halt bombardiert. Und von damals sind halt noch solche Bombentrichter übrig geblieben. Findet man jede Menge massig hier in der Region, weil wir uns hier halt im, nicht gerade im Herzen, aber auch hier hat auf jeden Fall auch die Ardennenschlacht, die Ardennenoffensive gewütet. Deswegen halt auch diese Gedenksteine, Museen, Panzer, die in Ortschaften stehen. Ist alles nichts Ungewöhnliches hier.
So, dieser kleine Umweg da, wo diesen coolen Single Trail, hat sich mal voll und ganz gelohnt. So, jetzt geht's für mich in die oder durch die Ortschaft Jubjeval oder sowas. Unter dieser Ortschaft wartet schon das nächste Naturschutzgebiet auf mich. Den Namen. GAP 571 hier, dessen Markierung man sieht, ist übrigens ein Mehrtagesrundwanderweg. Hat so, ja, wie viele Kilometer soll er haben? Ich glaube, in die 170 Kilometer oder so. Der ist in, ja, ich würde sagen, 7-8 Tagen machbar, gemütlich. 10 Tage hat seinen nördlichsten Punkt. Irgendwo bei Coblet-au-Pont und geht dann weiter Richtung Evai. Ja, kommt dann durch das Ameltal, glaube ich, wieder südlich und über Vielsa ein bisschen unter nach Gouvy. Gouvy ist dann der südlichste Punkt und von Gouvy macht er dann wieder eine Schleife hier und von hier geht es dann weiter Richtung Lierne und wieder hoch Richtung Coblet-au-Pont. Den Fotos sehen konntet, ist das hier ein absolut herrliches kleines Seitental der Lien. Das ist ein Naturschutzgebiet, dieses Tal. Nennt sich Reserve Naturelle du Colonhan, glaube ich, wird es ausgesprochen. Wenn ihr euch fragt, woher ich das weiß, es steht hier. Und ich gehe jetzt noch ein paar Meters. Da hinten sind andere Wanderer und da hinten sollte aber eine Stelle sein, wo ich eine schöne Mittagspause machen kann. Ich melde mich dann wieder.
Ja, hier haben wir einen alten Steinbruch. Hier wurde Schiefer abgebaut und ich guck mal, dass ich hier ein schönes sonniges Plätzchen finde. Vielleicht gehe ich sogar noch ein paar Meter da oben hin. Das scheint mir wahrscheinlicher, da in der Sonne zu sitzen. Hier wurden sogar schon Lagerfeuer gemacht. Perfekt. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Ein schöner sonniger Platz. Ich habe mir gerade schon ein lecker Käffchen gemacht. Hier ist noch weiter am Brutscheln. Ich zeige euch auch mal bei der Gelegenheit meine kleine Küche hier. Und zwar steht er aus einem kleinen Spiritus-Kocher. Ja, dem hier. Da drin habe ich meistens noch so eine kleine Tasse, wo ich Kaffee drin machen kann. Ja, und dann packe ich alles hier in diesen kleinen Kocher rein. Ich habe jetzt schon fast 18 Kilometer gemacht von meiner Tour. Sollen so 25 sein, wenn ich fertig bin. Also so knapp 8 Kilometer habe ich dann am Mittag noch zu erledigen. Den Track werde ich auf jeden Fall in Komoot hochladen. Ist so ein von mir geplante Tour. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr die gerne mal nachgehen. Voilà, weiter geht's. Raus aus dem schönen Steinbruch. Wieder zurück in das schöne Tal. In Richtung Vers-le-Mont. Und kurz vor Vers-le-Mont werde ich dann links abbiegen. Und dann wechsle ich auf die andere Talseite. Und von da aus geht es dann wieder zurück in die Richtung. In Richtung Hebrowal. Und da werde ich über einen nicht ganz gewöhnlichen Weg laufen. Dazu dann aber mehr, wenn ich mich denn darauf befinde. Thank you.
Das ist jetzt die Ortschaft Verlemont. Aber hier werde ich nicht großartig reingehen. Hier ja, gibt es glaube ich auch gar nicht so viel. Sonst ist man hier aber auch nicht weit von Liane, wo es natürlich einen Campingplatz, jede Menge Restaurants und so weiter gibt. Von da hinten komme ich, verlasse jetzt den GAP 571 und ja, bieg nach links in Richtung Hebrowal. Und ich folge jetzt, hier hinter mir geht es zum GAP hoch, ich folge jetzt diesen Weg hier. Das ist eine alte Tram. Der Pfad, so wie er jetzt hier ist, startet in Liane und geht bis Hebrowal. Und hier kommt noch so ein Krachschläger hinter mir. Fährt den Weg nach Liane hinauf. Und jetzt bin ich aus dem Konzept. Ja. Als Bezeichnung Komoot steht Old Tramway. Was es mit der Tram genau auf sich hat, weiß ich gar nicht mal genau. Ich hoffe mal in Hebrowal an der Endstation dieses Weges vielleicht eine Infotafel dazu zu finden. Keine Ahnung, ob das Personentransport oder ob ja, Schiefer hier transportiert wurde, was nicht untypisch wäre. Und aktuell bin ich auf der anderen Talseite und gehe den Weg im Prinzip wieder zurück. Sieht doch mal ganz stark nach Biber aus. Und obwohl das hier nur so ein ja, recht langweiliger Forstweg ist, ist es eigentlich gar nicht langweilig.
weil man hier, ja, zu meiner Rechten so ein kleines Rinnsal, das da runter plätschert. Zu meiner Linken halt das. Der kleine Bach, wo scheinbar der Biber aktiv ist. Da hinten sieht es auch wieder danach aus. Ja, auf jeden Fall Biber. Obwohl ich noch keine angeknabberten Stämme hier gesehen habe. Ich nähere mich dem Ende der, ja, des alten Straßenbahn-Tramweges, wie man es nennen mag. Ja, ich befinde mich gerade so 200 Meter Luftlinie von dem Feldweg, der mich ins Tal hinabgeführt hat. Wenn euch die Tour von 25 Kilometern zu weit ist, kann man auch sein Auto in Liane abstellen. Ich denke, im Zentrum ist irgendwo ein Touristinfo. Auf jeden Fall ist das das rote Rechteck. Ich tippe mal, keine Garantie, das sollte so eine Runde von 8 bis 10 Kilometern sein, wenn ich das richtig einschätze. Verläuft auch an beiden Seiten des Tales entlang und ja, geht dann zurück nach Liane. Beziehungsweise kommt von Liane und sah auch nur noch interessanten Runde aus für diejenigen, die nur halt eine kleinere Runde drehen wollen. Ja, jetzt gerade mal 100 Meter Luftlinie. Der Feldweg, den ich heute Morgen runtergekommen bin.
100 Meter von mir. Dann bin ich wieder am Parkplatz, wo ich heute Morgen mein Auto abgestellt habe und wo ich heute Morgen nur ganz alleine war. Mein Auto das einzige war, aber ich sehe schon oben an der Hauptstraße stehen Autos, da hinten werden mit Garantie auch noch welche stehen. Ja, ich bin jetzt ziemlich nah an der Hauptstraße dran und ich gebe mal ein kleines Fazit hier von der Strecke, weil ich bin hier schon durch eins, zwei Ecken gekommen, die ich bis jetzt noch nicht kannte. Erster Teil, Fagne de Bihez, über diese Holzplanken, ich bin die Hälfte von diesem 6 Kilometer Rundweg gegangen. Ein sehr schöner Weg, aber leider viel Müll links und rechts. Danach ging es durch den Wald hinab nach Bihez. Die Wege waren halt normale Forstwege. Der Wald ist schön, hat trotz allem Spaß gemacht, da zu gehen. In Bihez selber gibt es, ich habe mich eben verplappert, dachte, das wäre ein Otre, das ist aber in Bihez. Da gibt es dieses, nicht nur dieses Denkmal, sondern auch das Museum. Also demnach, wie man die Route plant hier, kann man auch einen Besuch im Museum einplanen. Muss man ja aktuell wahrscheinlich reservieren, Corona-bedingt. Sah aber auch ganz interessant aus auf den ersten Blick. Bei dem Museum war auch ein kleines Café. Also kann man sich die Tour auch planen, in Bihez dann einen kleinen Stop einzulegen und was zu trinken. Dann hinter Bihez bin ich hinab dem Ruisseau de Bihez folgend ins Tal gegangen. Das war auch sehr cool. Auch kein ausgewiesener Wanderweg, aber auch schöne kleine Trails mit dieser etwas abenteuerlichen Bachüberquerung. Dann bin ich irgendwann auf dem GRP 571 gestoßen. Das war natürlich ein sehr schöner Abschnitt. Hat sehr viel Spaß gemacht da, teils Single Trails, teils über Forstwege, aber auch landschaftlich sehr schön, schöne Weitsichten. Dann danach hinab nach Hebrowal. Ich habe das eben Jubierwal genannt, glaube ich. Hinab nach Hebrowal. Hinter Hebrowal wieder zurück rauf bis Renje. Ja, die Schleife ist natürlich super. Kann man hier mit dieser Wanderung mit reinpacken, kann man aber auch als Einzelwanderung machen, wie ich schon sagte. Ja, das Tal da unten ist absolut herrlich, macht richtig viel Spaß, da durchzulaufen. Auch schön, schöne kleine Single Trails, teils Forstwege, schön abwechslungsreich. Das hat auf jeden Fall richtig viel Bock gemacht. Und ja, dann jetzt das letzte Stück von Renje hoch hier zum Parking. War jetzt nicht sonderlich interessant. Man hat zwar nochmal ein schönes Blick hinab in das Tal, durch das ich dann vorher gewandert bin, und hat ganz nette Fernsichten. Ja, aber ist halt an der Hauptstraße gelegen und das nervt dann. Und ansonsten würde ich sagen, danke schon mal fürs Zugucken. Wenn euch das Ganze gefallen hat, drückt den Daumen. Ihr dürft auch gerne meinen Kanal abonnieren, wenn ihr in Zukunft weitere Videos von mir sehen wollt. Ich werde in naher Zukunft schon mal Tageswanderungen machen, werde aber auch, ich denke so, im Mai wird das anstehen, eine Mehrtageswanderung machen. Vermutlich der Sortier des Monts Ardennais, SMA, kurz abgekürzt, der startet an der französischen Grenze, geht hier über die Baraque Fréture, was ganz in der Nähe ist, und geht hoch bis zum Signal de Bortranche. Also man geht quasi die drei Erhebungen der belgischen Ardennen ab. Und das war's. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.